Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 44 von Simotrans Kooperativ. Ja, wir haben den Noah H. gehabt, der sich gemeldet hat und er fragte nach, ob wir nicht Basel gründen können. Ja, und dann denke ich mal, wollen wir das doch mal tun. Nur über die Karte dahin, weil das ist ja doch weiter weg hier von Hamm. Und war das hier rechts? Ich glaube, es war rechts, dass die Karte. Nein, es ist genau, es ist wieder links rum. Dass die Kleider keiner wird. Und die Basel-Ecke ist hier. Gut, dann sind wir schon an Ort und Stelle. ne, das war genau umgekehrt. Wir müssen mal gerade kleiner werden. So, und der Vorschlag war, wir gründen eine neue Stadt. Das war nicht die richtige Taste, sondern Shift C für Stadtgründen. So, und dann brauchen wir die Stelle, wo sie hin soll. 386 17 35 386. Habe ich das richtig gesehen? 386. Das ist hier 386. Und dann 1735. Hier soll Basel entstehen. Okay, dann machen wir das. So, heißt jetzt Siegen. Das müssen wir mal gerade ändern. Weil wir wollen da unten nicht Siegen haben, sondern Basel. So, haben wir das. Okay. So. Und dann brauchen wir eine Eisenbahnbrücke. Über den Rhein natürlich. Da brauchen wir die 55er für. Von 394, 17, 29. 394, 17, 29. Hier kann ich rüberbauen. So, dann haben wir das, ne? Okay. Ich hätte auch 17, 28. Oh, ich habe jetzt das genommen, das passt schon, ne? 384 bis 1734 bauen Bahnhof. Ist das hier? 384. Wo sind wir jetzt? 86, 84. Da, ne? 384, 1734 bis 389. Brauche ich einen Bahnhof. Passt. Ist das denn so richtig? Ich glaube ja, ne? Bahnhof war das. 4, 5, 6. Und natürlich brauchen wir da gleich auch noch eine Straße hin. Und den Postkasten dran. Das machen wir ja immer auch. Haben wir schon. So, das war das. Dann wieder da, glaube ich, hin, ne? Ja, gut. Danach baust du einfach die Eisenbahntrasse von 390 1734. Ja. Bis da unten hin, ne? So. So. Dann hat der Michael wiederum geschrieben, dass das hier weitergeht. Der Noah H. hat mir ganz einfach gesagt, mach dann das selber. Ich muss nur den Bahnhof aufbauen. Ich gehe jetzt natürlich jetzt gerade mal erstmal nach Freiburg und gucke. Okay, da ist auch kein Bahnsteig. Ach so, jetzt weiß ich, warum das nicht geht. Das ist ein Straßenende. Da müssen wir die Straße gerade einmal verlängern. Da. So, jetzt geht auch der Bahnsteig darüber, ne? So, jetzt haben wir einen Bahnübergang. Und der Michael hatte mir geschrieben, dass er dann das wie die, wie heißt die, Rheintalbahn, und die fährt hier unten rum, hier auf diesem Stück hier irgendwie so. Dann wollen wir das doch mal machen. Kann ich noch weiter rauszoomen? Ja, dann sieht das auch besser aus. Und dann probieren wir das mal gerade mit Simotrans klar zu machen, wo er langfahren muss oder wo Simotrans langfahren muss. Aha. Also hier außen rum will Simotrans. Machen wir mal so. Und ich denke mal, wir gehen so weit. Wird es denn bis dahin gehen? Nein, das müsste da vorher irgendwo lang gehen.
Der Haken gefällt mir jetzt gerade nicht, der auch nicht. Kriegen wir das irgendwie so hin, dass da nicht so eine Ecke ist? Geht das irgendwie so gerade? Da ist wieder ein Knick drinne. Machen wir erstmal so. Dann machen wir es bis dahin. Da brauchen wir wieder eine kleine Brücke. Darüber. Und von dort aus geht es dann nach darüber. Ich denke mal, so ist passend, oder? Den Südschwarzwald umfahren, hat der Michael geschrieben, nach Freiburg. Er hatte die Straßen westlich weggenommen, die habe ich hier gar nicht. Ich habe sie einfach verlängert und dann als Bahnübergang gemacht. Das war ja auch möglich, denke ich. BA wäre das Zeichen von Bamberg. Wir haben jetzt hier Basel. Basel ist in der Schweiz, also kein deutsches Kennzeichen. Er schlägt aber den Flughafen Basel-Mühlhausen-Kürzel vor BSL. Können wir, denke ich, machen. Das passt schon. So, und dann hat er den Zug genommen und verlängert. Da müssen wir mal die Linien aufmachen. Und zwar hat er FRK MA Freiburg Karlsruhe Mannheim hat er genommen. Freiburg. Wo ist der FRK? Da ist er. Der macht auch Minus, hat er geschrieben. Und da ändern wir die Linie. Karlsruhe Mannheim. Und dann schließen wir einfach, ja, schließen wir einfach Basel hinten an. Linie ändern ist ja schon drin. Ich glaube, wir machen mal ein klein bisschen größer. Dann treffen wir das hier unten besser. So, dahin. Und dann fährt der wieder von Basel nach Freiburg. Und dann nach Karlsruhe, dann nach Main. Genau, das passt. Das müsste dann richtig sein. Und hier müssen wir ändern. Beziehungsweise hier machen wir Basel, BSL hatten wir dann genommen. Und dann passt das, oder? Gut. So wollte der Michael das haben. So, dann kurzen Sprung nach Düsseldorf, schreibt der Michael wieder. Gehen wir auf die Karte. Düsseldorf liegt hier irgendwo. Ja, nicht ganz getroffen. Bisschen weiter nördlich, glaube ich, oder? Ja, da ist Düsseldorf. So, und was macht er in Düsseldorf, der Michael? Bahnhof nördlich des Rathauses. Da brauchen wir östlich des Rathauses zwei Felder Absenkung. Bauwerkzeug. Absenken. Zwei Felder. Ist das nur das oder sind zwei Felder dann insgesamt zu sehen? Warte mal. Wie viel können wir denn da reinbauen? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dann machen wir da besser noch eins, damit wir unseren 6er Bahnhof hinkriegen. Ich denke, der Michael meint mit dem 2-mal auch das dann, ne? So. Nördlich der Bahnhof. Da ist er. 4, 5 und 6. Straße kriegen wir da so hin. Postkasten dran. Ist da. Passt. Und dann kommt da eine Brücke rüber. Dafür brauchen wir aber gegenüber. Was sagt er? Stimmt das? Ich hoffe, das ist dieser Zug hier lang. Sieht so aus. Und da brauchen wir eine Anhebung, ne? 256, 851, 276, 8 und passt. Da haben wir eine Anhebung. Jetzt die Brücke rübergeschlagen. Und dann haben wir schon eine Verbindung. Gut. Dann müssen wir das noch verbinden. Und zwar ...266...
Ist das hier? 266, 851 hat der Michael geschrieben. Da treffen wir dann auch auf die andere Strecke. Verbinden wir natürlich. Und ich denke mal, da brauchen wir Signale. Aber bis Krefeld baut der Michael die dann zweigleisig aus. Das neue Gleis links. Ist klar. Dann machen wir das auch gerade. Okay, hier haben wir die Verbindung nicht geschafft, aber das ist ja kein Problem. Und hier zap, zap, zap. Ich glaube noch einen mehr, ne? Verlängern wir auch gleich. Und machen wir hier die Kreuzung. Oder da. Hat er geschrieben. Das neue Gleis links. Krefeld noch auf 6 Felder verlängern, um einen Briefkasten erweitern. Von Düsseldorf, Stur in östliche Richtung weiter. Okay, das war jetzt nicht direkt beschrieben. Wir haben noch Gleise. Ich glaube, wir machen das so. Wir machen den Bahnhof da 6 Felder länger. Bahnhof war da. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 haben wir. Hier könnte die Straße rüber sein. Und die Dingensquerung hier vor machen wir so, denke ich mal. Dann noch Signal davor zum entscheidenden Auswechseln des Gleises. Da unten noch eins hin. Wenn sie rausfahren, dass sie dahin fahren, passt. Ja, machen wir da eins hin. Und ich weiß jetzt nicht, welcher Zug da fahren wird, aber ich mache da auch noch eins hin. Gut. Und der Michael verlängert dann stur gerade östlich, bis wir auf, sag schon, bis wir auf Hagen treffen. Hier müssen wir irgendwas anders noch machen, oder wie sehe ich das? Dann den Abhang verlegen, wegnehmen. Wegnehmen, wegnehmen, da. Und da einfach weiter. In das Tal rein. Wo ist denn Hagen? Da unten ist Hagen. Müssen wir nur gucken, dass wir da durchs Tal einmal passend durchkommen. Ich glaube, so ist schon gut, hä? Und dann schnurstracks auf die Strecke dazu, denke ich mal. Steht das da auch? 368, 846 hat der Michael. Ja, ich bin da jetzt leicht anders. Aber ich glaube, das ist halb so wild. Nö, passt sogar. Das ist da. Okay, alles klar. Und dann weiter westlich, bis wir bei 390, 864 auf das Hagener Gleis treffen. 390, 846. Passt. Signale. Hagen ist da. Machen wir da ein Signal hin. Bei Hagen erneut zweigleisig ausbauen. Zweigleisig ausbauen. Welche Seite nur? Rechts das alte, des alten Gleises. Okay, das heißt, hier muss noch eine Spitze weg. So. Und dann ja, wir können nur nicht bis Hagen ganz ausbauen, ne? Machen wir so. Ich mache mal hier ein Stück länger. So.
Falls da einer kommt, dann kann er da aufs Gleis rüberfahren. Und da... Na komm schon. Passt. Passt. Und... Machen wir da noch ein Signal hin. Und hier müssen wir dann gucken, wie wir das geregelt kriegen. Das passt ja jetzt mit dem Bahnhof ganz schlecht, ne? Hm. Machen wir erstmal so. Und so. Das Signal setzen wir da hin. Passt. Hier noch eins hin. Passt auch. Das eine nehmen wir da weg. Jetzt ist hier leider nur eingleisig darüber. Der Bahnhof ist ein bisschen falsch gelaufen. Ja, da ist halt ein Nadelöhr momentan. Gut, das haben wir. Hagen, Düsseldorf, Krefeld machen wir noch eine Linie aus dem Kölner Depot. Köln, gehen wir hier rüber. Da ist es auch schon. Da ein Zug. Eine Lok. Die. Waggon, nee, das war hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 1, haben wir das. Fahrplan. Was war das? Düsseldorf. Fangen wir an. Fahren dann nach Hagen. Da ist Hagen. Dann noch wieder nach Düsseldorf. Dann nach Düsseldorf und dann nach Krefeld. Gut. Und von Krefeld geht's dann aus wieder Richtung Düsseldorf. Passt. Das ist eine neue Linie. Düsseldorf. Krefeld. Hagen. Passt. Okay. Und starten. Lass uns die gerade angucken. Jetzt wartet die auf freie Linie. Kommt gerade ein Zug vorbei. Wo ist denn der Zug? Da, der ist gerade da hochgefahren. Da haben wir noch so einen kleinen, den können wir vielleicht auch mal austauschen. Müssen wir uns dann angucken, ne? Das kann, glaube ich, alles zu. Er fährt jetzt raus, passt. So, damit haben wir die Westrheinschiene mit der Ostrheinschiene dann in den Volksstrecken verbunden, ne? Machen wir mal gerade die Karte auf. Sieht man jetzt hier diese Verbindung, haben wir da. Und hier unten haben wir auch eine Verbindung. Hier unten sind wir in Süden nach Basel gegangen. Und, ja, sollte eigentlich funktionieren. Hier könnte man noch eine Verbindung machen, dann haben wir es, oder? Vielleicht hier auch noch. Dann ist das Netz schon gut gesponnen. Aber wir können ja auch vielleicht die eine oder andere Stadt dann noch drauf machen. Wir wollten Helgoland irgendwann mit dem Boot anschließen, allerdings haben wir noch gar keine Möglichkeiten, einen Kai zu setzen hier, ne? Schifffahrt. Das dauert wohl noch. Okay, Achso, ich wollte gerade noch in die Linie rein. Basel, der ist es. Ah, wo ist er gewesen? Der fährt zum Freiburger. Ah, der war gerade in Basel dann wohl. Hat 14 Passagiere schon. Gut, dann gehen wir hier noch kurz rein. Schauen uns die Haltestellen an und da müssen wir dann auch mal gucken. Wegen Personen und so, ne? Dass wir da noch was abarbeiten. Wartend. Ne, wartend war schon richtig, aber da... Erlangen, warten ganz viele. Frankfurt, alle wollen nach Frankfurt. Ingolstadt ist in die andere Richtung. Hannover ist auch noch der Bär los. Nach Würzburg wollen da ganz viele. Und Göttingen ist in die andere Richtung. Ne, ist beides in die gleiche Richtung im Endeffekt. Ne, ne, von Erlangen nicht. Und doch. Hamm, ja, die warten immer noch am Monument oder wollen zum Monument. Das ist natürlich schwierig da oben. Da müssen wir irgendwie mal ein anderes Fahrzeug dann haben, aber das wird auch noch dauern. Bremen. Göttingen. Würzburg. Alles nach Hannover. Okay, da müssen wir dann auch noch überlegen, wie viel das wird. Das haben wir da gehabt. Fahrzeugliste. Gewinn. 99.000.
Chemnitz, Dresden, Nürnberg ist das. Erlangen, Nürnberg, Ingolstadt ist auch eine super Linie. Und der Gegenpart ist halt momentan Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim. Aber okay, das wird sich bestimmt ändern, wenn das da mit dem Fahraufkommen besser wird. Hier haben wir noch eine Saxonia, Bonn, ja, das ist die Westschiene am Rhein. Die läuft natürlich ein bisschen schlechter. Da ist auch noch eine. Die Pferdegespanne bringen natürlich nicht ganz viel ein, aber die bringen Personen zum Bahnhof, das ist das Entscheidende. Hier fährt eine um die Null rum. Gut. Das haben wir. Kurzen Blick auf die Städte noch. Düsseldorf, Hamm. Ja, da oben könnte eine Bushaltestelle dann vielleicht noch hin oder so. Dortmund sieht gut aus. Hagen ist auch, da ist ein Haus frei, da könnte man dann noch was machen. Essen bräuchte auf jeden Fall noch was. Osnabrück sieht gut aus. Recklinghausen ist okay. Münster ist okay. Stuttgart ist okay. Reutlingen ist okay. Nürnberg ist okay. Passt alles. Ulm. Ja, da ist ein Haus daneben. Lübeck ein Haus daneben. Hildesheim ein Haus daneben. Es wächst alles. Das ist okay. Landshut. Augsburg. Ja, ein Haus daneben, da rechts. Da ist aber mit Bushaltestelle schwer. Regensburg ist alles im grünen Bereich. Hier ist ein Häuslein daneben. In Regensburg, Heilbronn passt. Nee, da sind zwei daneben in Bremerhaven. Das könnte man nutzen. Oldenburg ist okay. Hannover, Hamburg ist okay. Karlsruhe ist okay. Mannheim, Bielefeld. Weiß nicht, steht das daneben? Glaube ja, das Haus steht daneben. Braunschweig, oh, da müsste was gemacht werden. Rosenheim auch. Es gibt so ein paar Städte, wo man dann die Bahn machen muss. Die Bahn, nicht die Busse. Beziehungsweise Kutschen sind's ja. Oh, hier oben auch. Freiburg ist noch alles im grünen Bereich. Wolfsburg. Dresden. Okay. Dann kommen wir in den Bereichen, wo nicht ganz viel ist mehr. Schwerin. Oh, Schwerin hat doch schon zwei Häuslein daneben. Okay, und dann ist es, glaube ich, erstmal über. Gut, okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.